Nach dem Spiel am Wochenende trifft der SCD HFK am Donnerstag auf den Tabellenneunten TBV Lemgo Lippe. Wie sich die Mannschaft auf das Heimspiel am Donnerstag vorbereitet, verrät uns Cheftrainer André Haber. Na klar hat das einen Einfluss, weil Lemgo hochbelastet zu uns kommt. Allerdings heißt das erstmal nicht so viel. Das ist für uns jetzt eine Situation, na klar, wir wollen immer laufen, wir wollen immer Tempo spielen. Sie haben dort ein sehr hartes Programm. Aber deswegen gehen wir ja nicht mit 5% Punkten weniger ins Spiel, weil wir denken, ach guck, die haben erst vor 2 Tagen gespielt. Nach 9 Wochen Verletzung ist auch Rückraumspieler Lovro Jotic wieder fit und freut sich auf das kommende Spiel. Sein Vorhaben für kommenden Donnerstag sieht wie folgt aus. Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Lemgo hat ein sehr hartes Spiel gegen Minden und sie spielen auch heute gegen Wisla-Plock. Und ja, ich denke, dass sie kommen voll motiviert in Leipzig. Und ja, ich habe gesagt, dass wir haben jetzt also sehr gute Atmosphäre im Team. Bislang seien alle Spieler gesund und wohlauf und können auf heimischer Platte in hoffentlich Bestform spielen. Was die Abwehr dabei besonders auszeichnet, kann uns Cheftrainer André Haber sagen. Ich glaube, dass wir eine gute Beweglichkeit in unserer Deckung haben, dass wir immer einen klaren Plan verfolgen. Was wollen wir zulassen, was wollen wir gerne wegnehmen. Damit fahren wir gut. Wir haben Spieler, die auch über ein gutes Verständnis, Spielverständnis sagt man immer gern zum Angriff, auch in der Deckung ein gutes Spielverständnis verfügen und dort mal in der Lage sind, einen Ball mehr zu klauen. Und dann können wir eher ins Tempospiel kommen und das zeichnet uns gerade aus. Nach einigen Höhen und Tiefen in der vergangenen Saison hat die Mannschaft um André Haber vieles lernen können. Und dann merkt die Mannschaft natürlich bei 4 Tore plus in Baling, wo wir davor noch nie gewonnen hatten, das ist heute unser Spiel. Und wir können das kontrollieren und wir können mit ein bisschen mehr Coolness und Ruhe auftreten. Parallel zum SCD HFK Handball findet noch das RB Leipzig Spiel gegen Atalanta Bergamo statt. Weshalb sich der Handball und der Fußball die Parkplätze teilen müssen. Es wird deshalb dazu aufgerufen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Was uns außerdem am Donnerstag erwartet und welche Rahmenbedingungen herrschen, erzählt uns Geschäftsführer Carsten Günther. Wer Sachspenden mit abgeben will, kann es gerne tun. Hier vorne wieder auf dem P1 unter leipzigerhelfen.de gucken, was gerade gebraucht wird. Und dann können wir dort noch ein paar gute Taten vollbringen. Insgesamt ist keine Maskenpflicht mehr und auch keine Nachweispflicht. Wir empfehlen aber natürlich denen, die ein bisschen anfällig sind und sich noch schützen wollen, einfach eine mitzubringen und sein bei Bedarf auch aufzusetzen. Und wem Handball nicht genug ist, der kann ja herkommen zum Anfeuern und danach und nochmal ein Stündchen, anderthalb bis Party machen. Das wird also eine gute Nummer. Von daher freuen wir uns sehr auf diesen Donnerstag und wollen gemeinsam den nächsten Step nach vorne machen. Bislang wurden ca. 2000 Tickets verkauft. Um ein attraktives Angebot für Studierende zu schaffen, wird die Arena im Anschluss an das Spiel zur Tanzfläche. Es wird ein DJ auflegen und hoffentlich der Sieg gefeiert. Ich begrüße euch ganz herzlich.